Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 mit mir, dem Shadox. YouTube, dann machen wir mal weiter. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben in Hollow Bastion, das komplett in Dunkelheit eingehüllt ist und ja, dann schauen wir aber mal, was hier los ist, indem wir zum Wohnviertel gehen. So, beziehungsweise nächster Halt Merlins Haus. So, das Abwehrsystem von Hollow Bastion funktioniert auch immer noch tadellos, wie wir sehen können. Das ist hier immer dieses Blip, Blip, Blip. So, und die Bücher machen wir natürlich easy peasy platt. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas können. Wenn ich nicht gerade so sehe, eigentlich eher weniger was. Klasse, so. Alter. Muck nicht! So, alles platt. Ah, den kleinen Scheißer, den nehmen wir noch mit. Supi, so, das wär's. Fürs Erste und rein zu Merlins Haus. Leute, ihr kommt gerade rechtzeitig. Es gibt gute Nachrichten für euch. Also schwingt euch mal zu Leon rüber. Was sind für Nachrichten? Wir haben den Computer gefunden, den Anson benutzte. Wahnsinn! Das kannst du laut sagen. So solltet ihr jetzt allerlei Infos über die Herzlosen und die Organisation bekommen können. Und vielleicht sogar was über das Reich der Dunkelheit? Sieht ja so aus, als ob Riku und Kairi sich dort befinden. Und der König wohl auch. Das überprüft ihr am besten selbst. Schaden kann das auf keinen Fall. Was meinst du damit? Ach, nichts. Geht einfach durch den Seitenergang zum Computerraum und seid vorsichtig. Was? Seitenangang? Computerraum? Wir schauen mal nach. So, selbstverständlich können wir auch wieder in den 100-Morgen-Wald gehen. Aber ich würde sagen, da gehen wir erstmal einen ganz kleinen... Toll, jetzt habe ich ganz auf einen anderen Bildschirm geschaut. Und ja, bin jetzt einfach mal wieder durch die Tür gelatscht. Das ist natürlich sehr, sehr ungeschickt. So, der Seiteneingang, der befindet sich... Ja, weiter hinten. Das ist eine tolle Wegbeschreibung, wa? Weiter hinten? Toll. Kann jeder sagen. Da, wir müssen auf jeden Fall dafür ein bisschen laufen. So, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich der CPU, sage ich mal, des Emulators auch gerne mal ein bisschen mehr Power geben kann, weil das irgendwie nicht 100% konstant flüssig läuft. So, wartet mal, kann ich das einfach jetzt während des Dings machen? Eine Sekunde mal eben Emulationssettings, Speedhacks. So, Increase Dings Hardware Cycle. So, machen wir mal. So, zack, zack, jetzt habt ihr die Maus gesehen, aber jetzt sollte eigentlich alles flüssiger laufen, denke ich auch, hoffe ich auch. Entschuldige, seid ihr vielleicht vom Wiederaufbaukomitee? Was treiben Leon und die anderen? Wir haben gerade beim Seiteneingang des Schlosses zu tun. Super! Hä? Statten wir Bericht ab. Wer denn? Unserem Anführer natürlich. Ja, ihr wisst schon, Malle... Schenkt ihr keine Beachtung. Ich versichere euch, dass wir in Frieden kommen. Lügnerin. Wie war das? Na schön, mir reicht's allmählich. Entschuldigt das Ganze bitte. Ein kleiner Gastauftritt von Riku, Pain und Yuna. Bekannt aus Final Fantasy X2. So, und auch deren Outfit ist daran angelehnt. Ist zwar nicht exakt das gleiche, aber... Ja, zumindest schon eine starke, starke Ähnlichkeit ist zu sehen. Oh, warten auf Eden, auch nicht schlecht. So, das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht machen können. Beziehungsweise ich hätte es machen können, aber ich habe es einfach mal gelassen. So, der Seiteneingang müsste sich jetzt genau vor uns befinden. So, toll. In dem Moment breakt der Typ hier mein Combo. Gar nicht gut. So, warten wir mal ganz kurz. Und machen das Ding platt.
So. Soras Magiekraft ist wurde erhöht und wir haben gelernt oder können lernen Charmeur. So, dazu gehen wir aber mal kurz ins Menüchen. Gehen einmal runter und Charmeur braucht 3 Felder. Ja, 3 AP. So, Magiant, bla bla, das brauchen wir nicht. Nicht anlegen. So, das können wir Charmeur nehmen. So, zieht eigentlich nur Kugeln an, ne? Mehr bringt das nicht. So, und hier ist auch eigentlich der Seiteneingang. So. Achso, da müssen wir ja weiter nach oben gehen. Ah, schau mal. Bevor wir das jetzt hier ganz, ganz komisch machen. So. Wir steigen mal einmal kurz ab. Und machen die Gegner hier platt. Ja, selbstverständlich. Was habt ihr denn gedacht? So, ich will die EP mir damit nicht entgehen lassen. Hä? Wie? WTF? Donald und Goofy waren noch so weit hinten? Hä? Wieso leckt das hier so? Ich bin voll verwirrt. Schließen, schließen. Ich schließe einfach mal alle Fenster, die ich hier habe. Ja, das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt aber. Sorry. Ist eigentlich nicht meine Art, während der Aufnahme hier so Sachen umzustellen oder rumzufuchteln. Das ging mir gerade irgendwie ein bisschen auf die Nerven, dass das Spiel irgendwie halt nicht so 100% flüssig erscheint. Ich hoffe, das ist jetzt endlich so. Mein Auge ist da sehr empfindlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Leon! Hier drüben! Ihr habt Anzims Computer gefunden? Ja, der König interessiert sich auch sehr dafür. Der König? Ja, er ist bei Leon. Wir werden den König treffen! Hurra! Ob Rico auch bei ihnen ist? Naja, wenigstens kann ich den König nach ihm fragen. Und vielleicht sagt uns der Computer ja noch was. Naja, noch etwas. Ja, gute Idee. Nur noch dort durch. Dann seid ihr bei ihnen. Ja, ab durchs Hintertürchen heißt es wieder mal. So, aber vorher sammeln wir wahrscheinlich diese Karte hier ein. Gehe ich von aus, oder? Ja. Karte Schlossumgebung erhalten. So, dann... Was sagt er dazu? Diese Röhre versorgt die Stadt mit Energie. Toll. So, Mithrilstein. So, das sieht hier eher aus alles wie so eine ganze Symphonie an... Röhren. Also irgendwie Holobestion ist voll von diesen Teilen. So, und wir haben hier die Halle des Ecksteins abgespeichert. So, ich speichere da einfach mal eiskalt drüber, warum auch nicht. Spricht ja nichts dagegen. So, warte mal, wenn ich mit ihr rede, gibt sie uns keine weiteren Informationen, oder? Der Computer liegt vor euch. Die Gänge drin sind ein wenig kompliziert. Im Notfall geht immer an der rechten Wand entlang. Okay, ich denke jetzt nicht, dass wir großartig uns verirren werden. So groß und unendlich sind diese Gänge hier ja nicht, deshalb, ja. Oh, Abilitamin. Überraschung, Überraschung. Wie viele haben wir davon jetzt eigentlich wieder im Moment im Inventar? Da müsste doch einiges wieder drin sein. 6 Stück, krass. Ja, über uns an der Decke ist da irgendwas lang gekrochen. Ja, aber was es ist, keine Ahnung. So, es hieß immer rechts. So, wir gehen jetzt demonstrativ vielleicht einfach mal nach links. Was habt ihr denn gedacht? So, ganz nett ist das Abwehrsystem tatsächlich. Ich glaube, wir haben keine andere Welt in Kingdom Hearts irgendwie, wo wir so, sag ich mal, noch beschützt werden, quasi vor den Herzlosen. Und mit Hilfe eines solcher Einrichtung. Aber die EP, die wir hier kriegen, ist jetzt nicht sonderlich groß, aber man muss das so sehen, ne? Wenn wir ungefähr 5000 XP brauchen zum Level Up, ja, und wir pro
herzlosen 50 XP kriegen, müssen wir eigentlich nur 100 Stück von denen platt machen. Und, sagen wir mal ehrlich, das geht richtig, richtig schnell. Ratzfatz. Das finde ich an Kingdom Hearts eigentlich sehr, sehr angenehm. Also zum einen finde ich das Kampfsystem sehr angenehm. Und das andere ist, man levelt hier eigentlich relativ zügig. Eine Sekunde mal, ich muss mal gleich gucken. Ich glaube, ich habe sicherlich irgendwo wieder mal auch ein besseres Schlüsselschwert, was ich hier verwenden kann. Ich weiß, ich habe mir jetzt Sternsucher nicht genau angeguckt. Aber ich glaube, das wäre eine gute Alternative zu dem, was wir jetzt im Moment haben. Obwohl, könnte ein bisschen schwächer sein, als das wir gerade haben. Mein Gott. Ich saus hier auch an allem vorbei gerade. So, Folge dem Wind, das ist schön und gut. Monochrom fand ich ja eigentlich auch ganz toll. Sterntreue ist eigentlich ganz cool. Formboost besitzt hohe Magiekraft und erhöht die Verweildauer in Form. Ich weiß nicht. So, Magie benutze ich halt eher seltener, ne? Das ist die Sache. Heldenwappen macht viel Schaden. Ich würde sagen, als Heldenform nehmen wir auf jeden Fall die Sterntreue dazu. Das ist eigentlich eine coole Komp. So, Aquamarinring, so ein Ding habe ich ja. So, Glücksring. So, das muss ja nicht unbedingt Zora haben. So, ich kann auch einfach hier R2 und so ein Kram drücken. Das mache ich irgendwie nie. Goofy. Ihr seid alle... Alle haben was ausgerüstet? Ach. Ach, krass. So, hier gibt es, glaube ich, aber auch Skateboards, richtig? Mit denen ich hier auch rumfahren kann. Um diese ganzen schönen Schätze hier abzufrühstücken. Deswegen laufe ich hier auch gerade so rum. Eigentlich nur deswegen. Warten auf Eden. Warten auf Eden. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. Eigentlich krasser Move, wirklich. So, ich glaube, hier wären wir jetzt fast wieder am Anfang, oder? Ja, hier sind wir reingekommen. Gut, dann laufe ich erstmal hier lang, weil wir, glaube ich, gerade uns links gehalten haben. Nein. Vielleicht haben wir auch jetzt erstmal alles wieder. Weiß ich nicht. Jimmys Tagebuch. Gucken wir mal kurz. Zum Thema Schätze. Hollow Bastion. Uns fehlt ein Schatz. So, der könnte aber auch woanders liegen. So, da kommen wir woanders hin. Schätze mal hier für den letzten Schatz. Ah, okay. Der muss ja wohl doch scheinbar hier irgendwo noch sein. Da wir vorhin da hinten durchgegangen sind. Momentchen mal. Ich möchte ja nicht eure Zeit verschwenden, aber ich möchte auch gerne den Schatz einsammeln. Hä? War ich jetzt schon überall? Kann auch sein. Ach, vielleicht kommt der ja noch. Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir hier alles eingesammelt und der Schatz kommt noch. So, weil vorhin sind wir nämlich hier geradeaus durchgegangen. Ach, egal. Ansem. Donnerwetter, das hier muss sein Zimmer sein. Wo ist Saturnus? Hallo? Ihr da. Ich suche jemanden. Habt ihr vielleicht einen Typen mit stacheligen Haaren gesehen? Noch stacheliger. Ich sehe mich mal kurz um. Verzeiht die Störung. Nichts zu verzeihen, Dame. Da seid ihr ja.
Leon! Wo kommt ihr jetzt auf einmal her? What the hell? Sie durchkramt hier alles. Sie puncht genau gegen die Wand, wo Leon steht. Auf einmal steht Leon da, nachdem sie die Tür zuhaut. What the hell is going on here? So. Und der letzte Schatz scheinbar auch. Expertenformel. Uiuiui. So, mein Herz erblühte hier immer wieder. Als, ja, junger Knabe, als Jugendlicher im Prinzip. Als ich jedes Mal in Kingdom Hearts irgendwelche Final Fantasy Charaktere auftauchen gesehen habe. Und ja, auch dieser Moment war ein solcher. Ist der König denn nicht bei dir? Psst. Ihr werdet ihn schon bald treffen. Das wollen wir hoffen. Hier, das sollte euch vorerst auch interessieren. Ansims Computerraum. Aha, da kommt er also her. Geheimnis gelüftet. So, was sagst du noch dazu? Zum Computerraum geht es hier durch. Computer sind empfindlich, anfassen ist in Ordnung, aber spielt nicht damit rum. Ey, warte. Ist der das? Wo ist Kairi? Wo ist Riku? Sachte. Willst du ihn kaputt machen? Oh. Entschuldige, ich habe mich wohl gehen lassen. Wow! Oh? Wow! Hutata! Achtung, aktueller User, dies ist eine Warnung. Ein weiterer Missbrauch dieses Terminals löst eine sofortige Verteidigungshandlung aus. Wer ist da? Ich bin das Master-Kontrollprogramm. Ich überwache dieses System. Schön. Und wo bist du? Donald? Tut mir leid! Entscheidungsprozess abgeschlossen. Ihr steht unter Arrest. Was? Lauft! Zeig denen, wer hier der Boss ist! Wer sind Sie denn? Ich bin Commander Sark. Ein herzloser Commander? Sieh hin! Okay, Sie sind der Boss. Ich hab's kapiert. Leute, was ist das hier überhaupt für eine Welt? Ihr befindet euch inmitten eines Großrechners. Eines was? Eines Computersystems. Zur Datenverarbeitung. Dieses System gehörte ursprünglich einem Unternehmen namens MCOM. Sie nutzten es für allerlei Zwecke. Aber dann fiel es einem anderen User in die Hände. Der neue User hat die Programme seinen Bedürfnissen angepasst und das System Hollow Bastion OS genannt.
Er hat das System zur Verwaltung der Stadt eingesetzt und um seine eigene Forschung voranzutreiben. Ich heiße Tron. Ich bin ein Sicherheitsprogramm. Aber ich stehe unter Arrest. Genau wie ihr. Habt ihr das verstanden, Jungs? Nun ja. Vielleicht sollten wir uns erst einmal vorstellen. Ich bin Sora. Schön, dich kennenzulernen, Tron. Ich bin Goofy. Bei der Konfiguration seid ihr sicher User. User? Ihr müsst schnell von hier verschwinden, sonst tut euch der MCP noch etwas an. Der MCP? Das Master Control Programm. Er steuert das gesamte System. Wenn ihr hier verweilt, werdet ihr gelöscht. Und wie kommen wir hier raus? Dieses Terminal kann euch in die User-Welt zurückschicken. Aber der MCP schaltete die Stromzufuhr vor 50 Mikrozyklen ab. Könnten wir den Energiekern in der Rasterspalte aktivieren, hätte es wieder Strom. Das Problem ist nur, wir sitzen hier in dieser Zelle fest. Wir kommen hier erst weg, wenn wir dieses Energiefeld ausschalten. Heiliger, sieht das hier cool aus. Ohne Scheiß, auf der PS2 sah das schon cool aus, ne? Aber wenn man das jetzt, noch so ein bisschen hochauflösender so sieht, hier auf dem Emulator, ist das einfach nur fancy Nancy. Alter Falter. Ja, die Tron kennen vielleicht einige von euch, den Film. Das ist die Welt halt von dem. Und eigentlich eine sau coole Sache. Und ja, werden die Welt von Tron einfach mal im nächsten Part weiter erkunden. Aber zunächst einmal heißt es mal wieder ein kleines Päuschen einlegen. Daher sage ich mal bis zum nächsten Mal. Haut rein. Shard Talks out. Seid ihr immer noch da? Ciao, habe ich gesagt.